Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3. Beim letzten Mal haben wir 7 Einsatzfahrzeuge beim Import-Export-Kran abgeliefert und somit haben wir diese Nebenmission auch geschafft und heute werden wir uns mal nach Shoreside Vale begeben. Und zwar werden wir dort die Bürgerwehrmission machen, denn wir müssen ja noch 20 Verbrecher auf Shoreside Vale erledigen. Und deshalb stehen wir jetzt gerade auch schon auf der Shoreside Vale Bimmelbrücke. Und ihr merkt, die bimmelt schon munter los. Und ja, die fährt ja manchmal hoch und dann müssen wir da warten. Und glücklicherweise fährt sie ja jetzt gerade runter. Das heißt, wir können jetzt schnurstracks darüber. Und ich habe mir überlegt, dass wir das nicht mit einem einfachen Polizeiauto machen. Das wäre ja ziemlich langweilig, dachte ich mir. Wir haben ja schon zweimal mit einem Polizeiwagen gemacht. Deshalb werden wir einen Rhino nehmen. AKA Elefant, wie ich ihn immer so gerne nenne. Ja, mit diesem Elefanten werden wir jetzt erstmal rüber nach Shoreside Vale fahren. Ich hoffe, die Brücke macht uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung, indem sie jetzt einfach mal hochfährt. Aber eigentlich ist sie ja gerade runtergefahren und so schnell fährt sie jetzt auch nicht wieder hoch. Kann sein, dass sie jetzt anfängt zu bimmeln, aber das müssen wir trotzdem irgendwie schaffen. Auch wenn der Rhino jetzt nicht das schnellste Fahrzeug ist. Und wir kriegen eine Nachricht über den Pager. Kommt zu dem Fernsprecher in Wichita Gardens. Es gibt Arbeit. Achso, jetzt haben wir so ein rotes Telefonhörersymbol, denn das ist D-Ice, der letzte Telefonsmissionsauftraggeber. Ja, D-Ice heißt er. So eine Anspielung auf Ice Cube, dem Rapper. Ja, aber das machen wir dann wann anders? Heute gilt es, die Verbrecher auf Shoreside Vale zu beseitigen, sodass dann Claude, der einzige Verbrecher, nur noch ist auf dieser Insel, was ziemlich schwer sein wird, denn hier ist auch das kolumbianische Kartell vertreten. Aber gut, starten wir erstmal die Mission. Bürgerwehr, schalte die kriminelle Bedrohung aus. Verdächtiger wurde zuletzt in der Gegend von Cedar Grove gesichtet. Okay, ich weiß nicht, wo Cedar Grove ist. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich mich nicht wirklich hier auskenne auf Shoreside Vale. Das heißt, es könnte ein bisschen lustig werden, wenn ich mich hier so ein bisschen verirre oder so. Ich hoffe, ich finde die Verbrecher dann auch. Und ich glaube, wir werden hier auch jetzt nicht den Trick benötigen und anwenden müssen. Ich denke mal, das müsste so gehen. Kann das sein, dass ich da rüber muss? Das ist jetzt die Frage. Es ist immer ein bisschen blöd jetzt hier in... Ich habe keine große Karte. Das Spiel hat keine große Karte. Und jetzt weiß man halt nicht, muss man über... Hallo? Was ist das hier? Hallo? 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 Der hängt hier in der Laterne fest. Ich komme nicht voran. Hallo? 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 Hast du es jetzt gleich mal, Elefant? Hallo? Nein, warum stecke ich denn jetzt in der Laterne fest? Oh mein Gott. Und diese blöde Laterne geht nicht weg. Ich krieg die Laterne nicht ab. Die ist im Rhino drinne. Hilfe! Tut mir leid, Leute, ich komme hier nicht raus. Ich glaube, ich muss die Laterne mal despawnen lassen. Wenn ich mich ein bisschen weiter entferne, müsste die eigentlich weg sein. Mein Gott, die hängt da immer noch. Hau ab, du blöde Laterne. Das kostet voll Zeit jetzt hier. Oh Mann, warum habe ich immer so ein Pech eigentlich? Ist das Absicht oder habe ich nur Pech? Ich glaube langsam, da steckt mehr dahinter als das. Ist die Laterne weg? Die böse Laterne. Nein! Das gibt es doch nicht! Hau ab, du scheiß Laterne! Was ist das für eine Kacklaterne? Die geht da auch nicht weg, ne? Oh mein Gott. Ja, Mission fehlgeschlagen. Warum wohl? Weil uns eine Laterne aufgehalten hat. Du bist verhaftet, Laterne. Mein Gott, dann machen wir es halt nicht mit dem Rhino. Keine Ahnung. Es funktioniert ja nicht. Ich krieg die Laterne da nicht raus aus dem scheiß Rhino. Was ist denn das? Leute, Hilfe. Helft mir doch mal. So, diese blöde Laterne, die muss doch irgendwie mal despawnen. Das ist doch kein Gegenstand, der da ewig liegen bleibt. Scheint, das ist das jetzt schon Teil des Panzers geworden, oder was? Und jetzt deswegen despawnt das nicht. Das kann doch auch nicht wahr sein, oder?
Nein, da ist sie immer noch. Diese Kacklaterne! So ein Kack, ey. Der Rhino brennt! Die Laterne hat den Rhino besiegt! Er fliegt in die Luft! What? Und jetzt brennt er nochmal? Fliegt nochmal in die Luft oder was? Achso, das ist ein anderes Auto. Ja, Leute, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dass so eine Laterne sich im Rhino verankert und die zerstört. Wie so ein Parasiten. Von innen heraus zerstört. Ja, ist denn so, ne? Ich meine, ändern kann ich es jetzt nicht. Und jetzt brauchen wir irgendwie einen Polizeiwagen. Ich würde sagen, wir locken mal die Bullen mal ein bisschen an, ne? So, 2 Sterne, jetzt müsste eigentlich ein Polizeiwagen kommen und dann machen wir das mit einem normalen Polizeiwagen. Das tut mir jetzt leid, Leute. Eigentlich wollte ich das mit einem Rhino machen. Aber... Boah. Hä? Die spawnen doch. Ja, dann machen wir das mit einem normalen Polizeiwagen. Ist ja auch nicht so schlimm. So, wir haben 0 Verbrecher erledigt. Sehr gut. Dann machen wir das dann ganz einfach mit dem Trick. Also mit dem, ihr wisst schon, Trick. Müssen wir da rüber? Ich hoffe nicht. Doch, müssen wir. Okay. Das ist jetzt ein kleiner Schock für mich, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass so eine blöde Laterne sie den Rhino infiziert und dann zerstört. Das habe ich auch noch nie erlebt. Was ist das denn, Mann? Wie kann man so viel Pech haben? Oh Mann, ey. Immer diese dummen Momente. Ich fasse es nicht. Ich bin, glaube ich, verflucht, Leute. Vielleicht sollte ich mich mal entfluchen lassen. Die bösen Geister müssen von mir vertrieben werden. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir da irgendwie rüber, oder was? 1:10 haben wir noch. Wir werden das jetzt irgendwie packen. So, da, hier runter. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus auf Shoreside Vale. Es kann sein, dass das richtig ist, aber es kann auch falsch sein. Es ist jetzt hier Zufall. Purer Zufall, wenn ich jetzt hier richtig bin. Ja, ich denke schon, oder? Da müsste eigentlich ein Verbrecher jetzt stehen. Irgendwie da links, längs fahren oder so. Ui, da ist einer. Halt mal an, Mister. Randaliert hier auch noch rum, ich fass es nicht. So, wo ist der nächste? Und die Bullen, ich muss die irgendwie abschütteln, das gibt's nicht. Gibt's ja irgendwie sowas wie Sterne oder so, die ich mal jetzt hier einsammeln kann oder so? Es ist echt ein bisschen nervig gerade. Ich muss ja auch ziemlich viel fahren, wie ihr sehen könnt. Also das könnte eine etwas längere Bürgerwehrmissionsfolge werden. Auch weil am Anfang das Blöde da mit dem, ihr wisst schon, ich will gar nicht mehr drüber reden. Oh nein! Polizei, haut ab, ich muss da hoch. Und, ja, die Polizei dreht. Sag mal, jetzt ist sie doch mal gut. Hilfe! Warum sind die denn so aggressiv? Wir haben nur 2 Sterne. Es kommt mir vor, als wenn jetzt Militär hinter uns wäre. Und das kostet auch wieder so viel Leben vom Auto. Zustand. Hä, wo fahren wir jetzt hin? Fahre ich jetzt hier durch den... Hä? What? Hilfe! Dann fahren wir halt zum Francis International Airport. Vielleicht ist das eine bessere Gegend. Sonst müssen wir die Mission halt abbrechen. Wir müssen die ja nicht am Stück machen. Verdammte Kacke, geht doch mal alle mal aus dem Weg hier. Ich hasse diesen Tunnel. Hier hat man einfach keinen Platz und gar nichts. Und die drängeln und dann quengeln und alles mögliche hier. Weg da. So. Sind wir hier irgendwie richtig oder so? Ein Hit haben wir. Okay. Ein Hit. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Da fühle ich mich gleich viel besser. Okay, nee, da fahre ich nicht rüber. Da fahre ich nicht rüber. Ich bin doch nicht lebensmüde. Da unten ist Wasser. Sache mal, jetzt ist aber auch mal gut hier langsam. Polizei, bitte. Ich will doch nur Verbrecher bekämpfen. Wir sind doch Kollegen. Zumindest für diese 20 Verbrecher sind wir Kollegen. Können wir uns darauf einigen?
Ich weiß, da geht ihr sowieso nicht drauf ein, weil ihr dumme TPKI, weil ihr eine dumme KI seid. Und gar nicht richtig nachdenken könnt. Ihr könnt nur das machen, wofür ihr programmiert wurdet. Ihr verdammten Marionetten. Ha, geht mal baden. Viel Spaß. Ich keine Ahnung, es geht nicht. Muss ich abbrechen. Ja, jetzt habe ich aus Versehen die Aufnahme für eine Sekunde abgebrochen. Ich wollte natürlich nur die Bürgerwehrmission abbrechen. Schalte die kriminelle Bedrohung aus. Verdächtiger wurde zuletzt in der Gegend von Francis International Airport blablabla gesichtet und wir brennen. Nein! Kannst du wieder explodieren? Danke. Dann kann ich nämlich hier hinten längs fahren. 3 Sterne, genau! 3 Sterne! Jawoll! Hallo! Oh, Leute! Gibt's da irgendwie ein Paint Spray oder so? Hallo? Nein! Ich glaube, das wird hier noch in einem Verderben enden. Hallo! Ich muss noch ein... Kann ich jetzt endlich meinen zweiten Verbrecher hier besiegen? Nein, er lebt noch. Nein. Hallo. Polizei. Da ist ein Verbrecher. Direkt vorne. Der ist wieder ins Auto eingestiegen. Hallo. Oh mein Gott, ey. Nein. Er steigt wieder ein. Hallo. Steig aus. Steigst du bitte aus. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt aussteigen. Ja gut, dann hau erstmal ein bisschen ab. Ist okay. Was? Wieso hält er so schlagartig an? Oh nein! Könnten wir jetzt bitte mal diesen Verbrecher erledigen? Hallo! Nein! Kill ihn! Ja! Oh, war das so schwer? Oh mein Gott, wieso haben wir überhaupt eine Sirene? Geh aus! Okay. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen schwer jetzt. Und der nächste Verbrecher. So, Nummer 3. Jetzt haben wir 3 Stück. Müssen wir uns nur merken, weil wir das jetzt nicht am Stück gemacht haben. Irgendwie müssen wir uns merken, wir sind bei 3 Stück. Jetzt scheint es ja gerade einigermaßen zu funktionieren. Ich habe nichts gesagt. Hilfe! 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 Okay. Scheint eine ganz gute Route gerade zu sein. Wir haben ein bisschen Glück. Mit den Verbrechern, die sind alle ziemlich in der Nähe gerade. Nein! Nein! Hört doch mal auf, lasst mich aussteigen! Lass mich doch aussteigen! Hallo! Lass mich doch da jetzt einsteigen, du blöde... Hallo! Hallo! Wieso kann ich da nicht einsteigen? Hallo! Hallo! Hallo, jetzt! Verdammt! Oh, ich fällt... Nein! 4 Sterne! Ja, ich brauche einen Polizeiwagen, hallo! Weg, 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 weg. Wieso brennt der schon? Nein! Komm schon! Steig da ein, genau. Und weg. Okay, 4 Sterne, Leute. Muss man noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Okay. Oh, hallo! Weg da! Nein, nicht jetzt! Ich muss da doch zum Verbrecher, Leute! Was ist das hier für ein Chaos? Komme ich da irgendwie hoch? Hilfe! Oh, jetzt... Hör doch mal auf jetzt! Komme ich da irgendwie... Nein, komme ich nicht! Okay, das ist auch wieder Fail. Kann ich jetzt bitte die Sterne mal verlieren? Das nervt wirklich. Es nervt wirklich richtig sehr... Richtig doll. Es ist so ein Handicap die ganze Zeit. Mein Gott, ey. Gibt es ja irgendwie ein Paint Spray oder sowas? Es ist nicht... So kannst du nicht spielen. Du kannst so hier nichts machen. Das wird nichts. Es wird einfach nichts. Du kannst hier nichts machen so. Ja, ist egal. Komm. Fliegen wir in die Luft. Ist okay. Geld haben wir sowieso genug. Ach, machen wir es nochmal ohne Sterne. Jetzt unsere ganzen Waffen sind weg, aber das ist mir jetzt sowas von recht. Oh, mein Gott. Ich habe die Polizei einfach nicht mehr abgeschüttelt bekommen. Das wird so ein langes Video.
Aber wenigstens ist der offen. So. Bürgerwehr, schalte die kriminelle Bedrohung aus. Wo denn? Oh, ohne Sterne, das ist so angenehm. 3 Verbrecher haben wir ja schon. Fehlen noch 17. 17, ey, ist so krank. Aus dem Weg. Macht ihr jetzt nicht bitte nicht auch noch Stress. Das war gerade schon stressig genug. Die ganze Zeit wird man hin und her geschüttelt, ey. Das ist ja... Da wird einem ja schon übel von dem ganzen Gedreh und... Und Geschlittere und alles. Kommt er hier hoch? Jo, ne? Ja. Ja. Kannst du aussteigen? Steig mal aus da jetzt. Jawohl. Nummer 2. Nummer 4 meine ich. Wir werden trotzdem noch abgeschossen. Aber das ist besser, als von der Polizei abgeschossen zu werden. Das muss ich ja sagen. Und dann... Die verfolgen einen ja auch nicht mit Autos und so. Hä? Wo ist der... Typ? Jetzt sag nicht da unten oder so. Wie soll ich denn da runterkommen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Hier. Gut, 4 Stück erst. Erst 4 Stück. Ja, es gab ein paar Komplikationen. Nein. Oh, ich dachte, jetzt geht's schon wieder los. Weil das ist der Anfang vom Ende. Wenn du einen Stern hast, dann kriegst du auch 2 und dann 3 und 4 und dann, ja. Sag mal, jetzt ist aber auch mal Schluss hier, Leute. Wollt ihr mir heute alle auf die Nerven gehen oder so? Ich habe mir das irgendwie ein bisschen entspannter vorgestellt hier auf Shoreside Vale. Dachte ich mir so für den Anfang dieser Insel so ein bisschen hier so ganz entspannt und locker lässig hier ein bisschen Bürgerwehrmissionen machen. Aber es ist doch stressiger, als ich erwartet habe. Der räuchert auch schon wieder, der Wagen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist sehr schlecht. Bisschen Dramatik reinbringen. Na, Dramatik hatten wir schon genug. Zack. Stehst du bitte auf? Fräulein mit der Shotgun. So, in Wichita Gardens oder was? Also da, wo die Eis sein Fernsprecher ist. Ja, von mir aus. Okay. 5 Stück haben wir. Nein! 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 Ich hab hier kein. Nein! Ich brauche einen Polizeiwagen. Hallo! Und dann, ich darf keine Polizei anlocken, aber dann habe ich keinen. Aber dann. Ich. Muss aber, wenn ich das nicht mache, dann. Boom! Wer will noch? Du? Ich brauche ein Polizeiauto! Ich will aber keine... Ich will keine 2 Sterne verursachen. Ist das eine Chaosfolge hier? Das ist alles so durcheinander. Es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Oh, und dann drücke ich halt auch noch auf den falschen Knopf und jetzt ist hier so, fehlt hier so eine kleine Aufnahme. So eine kleine Aufnahmespur. Es ist unfassbar. Und jetzt... Nein, ey. Kann ich wenigstens noch den Verbrecher bekämpfen? Achso, die Zeit ist um. Ja, toll. Aber ich brauche jetzt einen Polizeiwagen wieder und so. Und hier habe ich keine. Und keine Ahnung und so. Wieso habe ich immer noch einen Stern? Verdammt nochmal. Der ist schon eine halbe Ewigkeit am Start. Ja, ist gut. Das war, glaube ich, das Kartell. Ich brauche einen Polizeiwagen. Gibt es hier sowas wie eine Polizei, die hier so ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt, normalerweise? Gibt es sowas hier? Oder nicht? Nee. Anscheinend nicht, ne? Nee, wozu auch? Brauchen wir nicht. Sparen wir uns das Geld. Oh mein Gott, ist das hier... Alter Schwede, Mann! Ey, das ist ja... Das ist ja, dauert ja viel zu lange. Ich glaube, hier mache ich, glaube ich, echt gleich mal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich den letzten Verbrecher hier bekämpfe. Weil das ist ja echt ein bisschen... Ich meine, wir haben es ja schon 2-mal gesehen und... Ja, ist ja immer das Gleiche, ne? Also, wie viel haben wir jetzt? 5 oder so? Ja. Viel Spaß. Dann dauert das ja noch Jahre, bis ich hier die nächsten habe. Ich muss ja erstmal einen Polizeiwagen finden. Ja, Leute, ich würde sagen... Wir sehen uns wieder, wenn ich beim letzten Verbrecher bin und dann, ja, machen wir den nochmal zusammen. Sparen wir uns das Ganze hin und her. Also, bis gleich. So, da wären wir jetzt beim letzten Verbrecher, beim 20. hier auf Shoreside Vale.
Es hat jetzt echt eine Ewigkeit gedauert, bis ich hierhin gekommen bin. Bis zum 20. Also es war, glaube ich, eine gute Idee, das rauszuschneiden. Weil das hätte echt eine Ewigkeit gedauert und das Video wäre auch eine Ewigkeit lang geworden. Und das ist bei Bürgerwehr, weiß ich nicht, muss man ja nicht so übertreiben. Ist das natürlich schade, weil wir nicht so viel von hier Shoreside Vale gesehen haben. Aber es gibt ja auch noch die Feuerwehrmission. Und da gibt es ja auch diesen einen Trick, wenn es mal knapp werden sollte. Deswegen, ja, nutzen wir dann einfach die Feuerwehrmission, um uns hier so ein bisschen mehr umzuschauen. So ein bisschen was habt ihr ja jetzt auch mitbekommen vom Shoreside Vale. Und ich auch, durch mein blödes Herumfahren jetzt hier. Deswegen können wir jetzt einfach mal diesen Verbrecher hier ausschalten. Wir haben natürlich auch beim 10. hier auf Shoreside Vale auch wieder einen Schmiergeldstern bekommen. Und jetzt kriegen wir den 2. Polizei, Schmiergelder wurde im Versteck angeliefert. Schmiergeld, oder? Stand da oder stand da echt Schmiergelder? Weil ich Schmiergelder vorgelesen habe. Aber es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil es ja nur ein Schmiergeldstern ist. Aber gut, jetzt haben wir auf jeden Fall 6 Schmiergeldsterne im Versteck. Und Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und beim nächsten Mal machen wir dann wirklich die Feuerwehrmission und schauen uns die Stadt nochmal so ein bisschen mehr an. Alles klar, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.